Die historische Tatsache, liebe Schwestern und Brüder, die uns heute das zweite Königsbuch berichtet, die so in einer nüchternen Bestandsaufnahme daherkommt, dass nachdem das geeinte Königreich David, Israel und Juda, Nord und Süd ohnehin schon zerfallen ist, diese Risse zeichnen sich schon gleich beim Sohn des David unter Salomo ab. Plötzlich verschwindet das Nordreich Israel von der Bildfläche. Es wird von Assur geschluckt, ausgelöscht. Die Menschen werden in die Gefangenschaft geführt. Ende. Nun werden wir sagen, na ja, ein Land mehr oder weniger auf der Landkarte, das hat es immer gegeben, die Verschiebung der Grenzen, wäre dann nicht eine Verheißung, ein versprochenes Land, nicht durch politische Übereinkunft, sondern durch Gott selber. Man kann das als historische Begebenheit abtun, aber wir lesen das als Heilige Schrift, das heißt, eine Botschaft für uns steckt in diesen historischen Begebenheiten auch drin. In dieser Bestandsaufnahme tönt es an, warum dieses Reich untergehen musste. Weil es sich von Gott abwendet. Es weiß am Ende gar nicht mehr, wozu es eigentlich noch da ist. Wir haben ja in dem Zyklus etwa mit dem Propheten Elia einige Begebenheiten gehört, wie es doch zugegangen ist. Dass man die Wurzel des Bundes vergessen hat. Die Grundlage des Vertragsschlusses mit Gott. Dass Recht und Gerechtigkeit im Land herrschen und dass Gott selber die Spielregeln vorgibt. Wir sind heute schnell dabei zu sagen, ja, okay, 10 Gebote ist in Ordnung, das geht noch. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann schon zu viel. Aber gelten die 10 Gebote? Kann sie jeder aufsagen? Dass wir nicht über irgendwas, über irgendeine Luftnummer reden. Man hat manchmal den Eindruck, selbst Theologen wissen das nicht mehr. Auch die Grundlage unserer Gesellschaft ist eigentlich die Überzeugung, dass es Gott gibt und dass wir Gott Rechenschaft schulden. Und es bedeutet auch für unsere Gesellschaft einiges, wenn wir das verleugnen, wenn wir das nicht mehr wahrhaben wollen. Wir sagen dann, ja, nach dem Krieg, das war dann halt so, die waren noch irgendwie gläubig. Und dann haben sie das in die Verfassung hineingeschrieben. Da waren sie noch beeindruckt davon, dass Völker in Europa miteinander Krieg führten. Das werden wir heute gar nicht mehr tun, wirklich. Wenn wir Gott aus der europäischen Verfassung gestrichen haben, und das ist nur ein kleines Indiz, wenn man so will, für das, was seit Jahren und Jahrzehnten vorgeht. Wir sollten uns nicht wundern, wenn sich auch unsere Grenzen verschieben und wenn plötzlich das, was wir noch als Struktur aufrechterhalten, einfach zusammenbricht. Von der Bildfläche verschwindet. Dieser Erosionsprozess hat lange begonnen und wir können darüber jammern, aber wir sind ein Teil dessen. Die Lesung sagt es sehr klar. Der Herr warnte Israel und Juda durch alle seine Propheten und durch die Seher, kehrt um von euren bösen Wegen, achtet auf meine Befehle und meine Gebote nach dem Gesetz, das ich euren Vätern gegeben habe. Das scheint für uns heute unvorstellbar zu sein, bis tief hinein in die Kirche, dass es eine Vorgabe gibt, nach der wir uns zu richten haben, die wir nicht selber haben, die wir eben nicht aus uns selber machen, nicht Recht, das wir selber setzen, sondern akzeptieren müssen, um zu überleben, einfach nur zu überleben und das Miteinander zu ermöglichen. Wem das zu schwarz gesehen ist, der möge weiterhin zuschauen, wie es geschieht. Wer es ernst nimmt, kann nach der Mahnung des Evangeliums bei sich selber beginnen, etwas zu ändern.